Hallo zusammen und herzlich willkommen. Heute gibt es einen neuen Design Gaming PC mit dem Thema Nvidia. Das bedeutet, heute gibt es einen schwarz-grünen PC mit ein paar weißen Akzenten, dazu noch RGB-Beleuchtung und den ganz anderen geilen Stuff. Aber vorab nochmal der Hinweis, eine solche Design-Konfiguration ist immer etwas teurer als diese typische Preis-Leistungs-Konfiguration. Das heißt also, wenn du auf der Suche bist nach dieser ultimativen puren Leistung, wo die Optik vollkommen egal ist, dann bist du mit meinem letzten Gaming PC für unter 1000 Euro genau richtig bedient, an der richtigen Adresse, wie auch immer. Ich wünsche euch viel Spaß. Let's go! Die zentrale Verarbeitungseinheit, auch bekannt als CPU, ist der Ryzen 5 1600. Nach wie vor eine sehr gute CPU für unter 200 Euro aufgrund der 6 Kerne und 12 Threads. Außerdem verfügt die CPU über einen freien Multiplikator und das bedeutet, dass die Übertaktung auf 3,8 GHz oder mehr mit wenig Aufwand und einer angepassten Spannung ohne Probleme funktioniert. Für die Übertaktung braucht es natürlich noch eine gute Grundlage und dafür steht das MSI B350M Bazooka zur Verfügung. Als Micro RTX Mainboard bietet es alles, was heutzutage irgendwo wichtig ist, wie zum Beispiel 8x USB M.2, einen Spannungswanderkühler und nicht zuletzt das sehr gute Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Bazooka ist vom Designfaktor her eines der neutralsten Mainboards für den ARM4-Sockel inklusive schwarzen PCB und aufgrund des Designs und dem schwarzen PCB ist es heute mal nicht das typische Pro-VDH geworden, einfach aufgrund dessen, dass Braun als PCB heute nicht ganz so geil kommt. Arbeitsspeichertechnisch gibt es 16 GB und zwar in Form der Vengeance RPX-Module von Corsair. Mit 2400 MHz zwar nicht exorbitant hoch getaktet, aber die Vengeance-Module lassen sich gut übertakten und mit zwei Modulen ist der Dual-Channel-Betrieb gewährleistet und aufgrund der farblichen Gestaltung passen sie optimal zum heutigen System. Arbeitsspeicher ist derzeit super teuer, ein Blick auf eBay und Co. ist daher auf jeden Fall eine gute Idee. Nvidia als Thema und damit sollte klar sein, dass auch heute eine Nvidia-Karte am Start ist und so gibt es heute die GTX 1060 in der Armor-Version von MSI. Die GTX 1060 bietet eine enorme Leistung für Full-HD-Gaming, aber auch genug Power für Vego-HD-Gaming und in der Armor-Version passt sie mit ihrem schwarzen Gewand optimal zum heutigen System. Die weißen Elemente passen auch gut zu denen auf dem Mainboard und rundum bietet MSI mit der Armor-Version ein tolles Gesamtpaket. Die Speicherkonfiguration ist fast schon ein Running-Gag, denn die 120 GB SSD von SanDisk ist als Systemmedium für Windows- und Standardprogramme, genauso wie die 1 TB Festplatte von Toshiba für Datenspiele und allen anderen Stuff, heute auch wieder mit am Start. Ebenfalls mit dabei ist Cooler Master mit dessen G450M Netzteil und dieses Netzteil gilt als Klassiker. 80 plus Bronze, ein leiser 120er Lüfter und der teilmodulare Aufbau sind die typischen Merkmale und zudem kostet das Netzteil mit 450 Watt nicht exorbitant viel. Das Gehäuse ist bei einem Design-PC super wichtig und so habe ich mich heute für die Masterbox Lite 3.1 in der Acryl-Version entschieden. Das Case ist unter anderem durch den Preis, aber auch durch den Designfaktor super interessant. Es gibt ein sehr großes Sichtfenster, aber auch die Front ist sozusagen als Sichtfenster zu betrachten und das in Kombination mit Beleuchtung und RGB-Lüftern dürfte schon insgesamt ziemlich geil kommen. Der Innenraum ist weitestgehend identisch zu dem des Silencio 352M, somit ordentlich Platz und trotzdem ist das Case recht kompakt. Bei einem Design-PC auf den AMD-Boxkühler zu setzen ginge zwar auch, aber ich habe mich heute für den Benevis entschieden, ein sehr guter und günstiger CPU-Kühler, der natürlich für die Übertaktung des Ryzen 5 1600 vollkommen ausreichend und ab Werk mit der ARM4-Plattform kompatibel ist. Bleiben wir noch kurz beim Thema Lüfter und gerade für den optischen Aspekt gibt es heute die P7 F12 RGB von Aerocool. Das Schöne an diesen RGB-Lüftern ist, dass diese keinen zusätzlichen, sehr teuren Controller benötigen, sondern einfach mit dem RGB-Header des Mainboards verbunden werden und das sogar in Reihe. Ein Lüfter hat einen In- als auch Output und damit kann ich mehrere Lüfter gleichzeitig hintereinander ansteuern bzw. kombinieren. Was an dieser Stelle nicht fehlen darf, ist ein solcher Y-Fan-Adapter, denn das Mainboard bietet nur 3 der 4 benötigten Lüfteranschlüsse. Last but not least gibt es natürlich noch gesleevte Kabel in Schwarz-Grün von CableMod als Verlängerung und Verlängerung aus dem Grund, da diese einfach netzteilunabhängig sind und weniger kosten als das gesamte Full-Cable-Kit mit Kabeln, die ich irgendwo gar nicht brauche. CableMod nennt das Grün idealerweise Nvidia-Grün und somit passt es farblich einfach sehr gut. Das sind dann letztendlich alle Teile, die du für deinen Nvidia-PC im Schwarz-Grün-Design mit ein paar weißen Elementen benötigst und alle Teile sind natürlich noch einmal in der Videobeschreibung verlinkt. Ansonsten bin ich der Ansicht, dass MSI derzeit eigentlich so die perfekte Grundlage bietet für einen Design-PC, gerade mit Komponenten, die irgendwo auch von der Basis her sehr neutral sein sollten, beispielsweise ein schwarzes PCB bzw. ein nahezu schwarzes Mainboard und da ist das Bazooka natürlich schon super interessant. Das gleiche gilt auch für die Grafikkarte, die GTX 1060 mit diesem schwarzen Gewand und ein paar weißen Akzenten. Das Ganze ist auch ebenfalls super interessant aufgrund des Preisfaktors und insgesamt kostet die heutige Konfiguration etwas mehr als 1000 Euro und damit würde ich sagen, baue ich das Schätzchen jetzt endlich zusammen. Ich wünsche euch viel Spaß, let's go!
Meine Freunde, da haben wir ihn, den Nvidia-PC, für den man so erst einmal keine Privatinsolvenz anmelden muss. Mit etwas mehr als 1000 Euro kostet der Designfaktor nur unwesentlich mehr als die letzte Preis-Leistungs-Konfiguration, sieht aber deutlich geiler aus. In der Gesamtkonstellation machen die geslieften Kabel einfach super viel aus, die RGB-Lüfter in der Front sehen einfach Hammer aus und die transparente Front macht super viel her. Das normale Sichtfenster gewährt einen optimalen Einblick in das System. Die einzelnen weißen Akzente passen in meinen Augen sehr gut, denn beispielsweise bietet auch das Nvidia-Logo ebenfalls weiße Elemente, aber gerade diese sind einfach das i-Tüpfelchen und bringen nochmal etwas mehr Kontrast zu diesem schwarz-grünen Farbschema bzw. diesem gesamten Design. Die Aircool RGB-Lüfter lassen sich ohne Probleme über die MSI Gaming App steuern und in dessen Farbe bzw. Beleuchtungsart anpassen. Zudem sind die Lüfter erstaunlicherweise erstaunlich leise und passen damit in der Summe optimal zu diesem System. Insgesamt finde ich das Resultat einfach super sexy, schwarz-grün ist genau mein Ding. Mich würde interessieren, was denkt ihr dazu? Schreibt es auf jeden Fall unten in die Kommentare. Damit stellt sich nur noch eine Frage und zwar, was leistet dieser PC? Und ich habe mich dazu entschlossen, diesen PC nicht noch einmal separat zu testen in allen Spielen und allen Auflösungen, sondern euch einfach mal den Hinweis zu geben, dass ich erst letztens einen PC mit sehr ähnlichen Grundkomponenten gebaut habe, beispielsweise mit dem R5 1600 und der GTX 1060, eine typische Preis-Leistungs-Konfiguration für unter 1000 Euro und deswegen würde ich euch bitten, wenn ihr euch interessiert, was ein solcher PC mit diesen Grundkomponenten leistet, dann schaut auf jeden Fall mal unten in die Videobeschreibung rein, dort ist das Ganze verlinkt. Der optische Faktor macht diesen PC nicht automatisch um Welten schneller bzw. krasser, sondern einfach nur optisch wesentlich geiler. Das ist natürlich auch immer eine Frage des persönlichen Geschmacks, aber ich garantiere dir, dass auch für dich in naher Zukunft das optimale Design dabei ist. Meine Freunde, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, wisst ihr ganz genau, was zu tun ist. Ich würde mich auch super freuen, wenn ihr das Video beispielsweise über Social Media und Co. teilen würdet. Und ansonsten sei gesagt, ich wünsche euch eine entspannte, harte Zeit. Bis neulich und genau. Ciao.